Herzlich willkommen in Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Ein Mann und eine Frau in zärtlicher, hingebungsvoller Umarmung. Ein Kuss auf die Wange der knienden Frau, die sich in zärtlicher Geste diesen Mann umschlingend an ihm festzuhalten scheint. Der Kuss oder Liebespaar lauten die beiden Titel des Werkes, das Gustav Klimt 1907-1908 malerisch umsetzt, nachdem er sich sehr eingehend vorbereitet hat und diese Komposition sehr bewusst im Sinne des sezessionistischen Stils umsetzt. Ein Menschenpaar auf einem sonderbaren Stückchen Erde, als handelte es sich um eine kleine Klippe, die von einem ornamentalen, wie eine Flachwebe wirkenden, ausgesprochen ästhetisierenden Teppich überzogen mit lauter Blütenformen versehen ist. Ein Paar, das auf diesem Stückchen Erde zu ruhen scheint, an der Spitze, in einer labilen Komposition, an die oberste Kante dieses quadratischen Bildes herangerückt. Psychologisch faszinierend und interessant wird es dann, wenn wir die Details erfassen, nämlich der Umstand, dass es sich nicht um einen verschlingenden Kuss dieses Liebespaares handelt, sondern um einen augenscheinlich sehr, sehr begehrlichen Mann und eine Frau, die sich ein wenig abwendet, das Gesicht uns zugewandt präsentiert. Ihre Hand in seinem kräftigen, virilen Nacken scheint auch so etwas Ungefähres, Sinnierendes, der Sache nicht ganz Sicheres auszudrücken. Auch die zweite, mit der sie die Seine berührt zwischen Abstoßung und Anziehung. Als würde Gustav Klimt die Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen einem Mann und einer Frau, genau in dieser Ambivalenz von Anziehung und Abstoßung in einer symbolistischen Darstellung für uns sichtbar machen. Wie sehr er sich auf diese Komposition vorbereitet hat und doch nachträglich noch an diesem Bild weiterarbeiten wird, sehen wir an den nicht ganz korrekten Proportionen der beiden Körper. Ein Mann, der im Verhältnis zu dieser bildhübschen jungen Frau, deren Gesicht in allen Details mit diesem zarten Teint ausformuliert ist, viel größer wirkt als der Mann, von dem wir nicht ganz genau wissen, wo er tatsächlich steht, inmitten dieses Blütenmeeres auf dieser kleinen Klippe von Erdstückchen. Sie mit langen, etwas zu langen Unterschenkeln. Wie wir heute aus der maltechnischen Erforschung des Bildes wissen, hat Gustav Klimt diese Beine nachträglich etwas verlängert und die Füße noch einmal gemalt, und zwar so, dass sie just am Ende dieses kleinen Stückchens Erde zu ruhen kommen, sich förmlich an diesen fest zu krallen scheinen, so als würde sie sich bedroht fühlen, nach hinten zu kippen, sollte der Mann sie nicht länger an sich gedrückt festhalten, und dann würde sie tatsächlich ins Nichts stürzen. Der Hintergrund mit dem Pinsel aufgestippte Goldfarbe, nämlich sogenanntes Muschelgold, wirkt wie ein byzantinisches Mosaik, so wie Gustav Klimt, der junge Künstler, sie erlebt auf seinen Reisen nach Italien, als er noch reiselustig ist und in San Marco in Venedig die byzantinischen Mosaike erlebt als Symbol für das Göttliche, die Sakralisierung, aber auch der Umstand, dass die Künstler der Byzantinik keine Möglichkeit haben, den Raum dreidimensional tief darzustellen. Erst 200 Jahre später, in der Renaissance, wird mit der Zentralperspektive diese Möglichkeit gefunden werden. Und so symbolisiert das Material per se dieses Goldmosaik die Unendlichkeit des Raumes, in der nun die heiligen Figuren verortet werden. Gustav Klimt nutzt in einer Transformation das Menschenpaar, diesen Mann und diese Frau, mit dem Band der Liebe zwischen ihnen und der ganzen Ambivalenz der Beziehung zwischen den Geschlechtern, um just dieses Thema zu sakralisieren. Aber auch der Umstand, dass die
ganz erstaunliche Ähnlichkeit dieser hübschen jungen Person, dieser Frau mit ihren naturgelockten rötlich-braunen Haaren, mit einer realen Person, nämlich dem Lebensmensch von Gustav Klimt, der Muse, jener Frau, mit der er auch beruflich verbunden ist, zusammenarbeitet, nämlich Emilie Flöge, die eine ganz erstaunliche junge Person ist, entscheidet sie doch als Abkömmling einer bourgeoisen Wiener Familie nicht zu heiraten. Etwas, was sich mit der bürgerlichen Konvention so gar nicht in Einklang bringen lässt. Noch viel weniger hingegen der Umstand, dass sie beschließt, ein Unternehmen zu gründen, das sie mit größtem Erfolg betreiben wird. Den Haute Couture Salon Schwestern Flöge. Sie kreiert sogenannte Reformkleider für die Vertreterinnen ihrer Gesellschaftsschicht, für die bourgeoisen Damen des Fin de siècle in der Residenzhauptstadt Wien. Kleider mit viel Raffinement, ganz im Sinne der Moderne gestaltet, ohne Corsage. Sie befreit die Frauen ihrer Tage von dieser Schnürung, von dieser Bezwingung, von dieser Metapher einer Situation, in der sich die Frauen ihrer Zeit befinden. Ein schmuckvolles Anhängsel ihres Gatten, wenn man so möchte. Die Befreiung im Sinne der körperlichen wird auch eine Befreiung im Sinne der gesellschaftlichen nach sich ziehen. Und Emilie Flöge ist getrost als Role Model für diese Frauenemanzipation zu bezeichnen. Gustav Klimt wird für ihre Reformkleider Ornamente entwerfen und somit arbeiten die beiden sehr, sehr erfolgreich zusammen. Wer sich von Emilie Flöge einkleiden lässt, trägt sozusagen einen Gustav Klimt am Leib. Dass sie nie geheiratet haben, ist dem Umstand zu verdanken, dass Emilie Flöge diese Entscheidung für sich getroffen hat, die Ehe nicht zu wählen. Ein Bild, das aber auch erstaunlich ist im Sinne dieses Höhepunktes der sezessionistischen, ästhetisierenden Kunst Gustav Klimts. Es ist der Höhepunkt seiner 10 Jahre währenden Goldperiode. Und es ist das letzte Werk, das er mit dem Einsatz des Goldes schaffen wird. Er nutzt dieses in der ganzen Opulenz der Materialität, wie auch Platin und Silber, die er aufträgt und einsetzt, um ganz im Sinne des Höhens und Sakralisierens wie eine Gloriole, wie eine Blase um diese beiden Körperlichkeiten herum werden meandernde Formen als Lebenssymbol eingesetzt. Und somit ist es ein symbolistisches Werk. Auf den vollkommen flach dargestellten Bekleidungen dieser beiden Figuren, die ansonsten ja naturalistisch dreidimensional wirken, finden sich weitere Elemente, die diesen Symbolismus nähern und stützen. Nämlich auf dem Kleid dieser Frauenfigur runde und ovoide, die weibliche Reproduktion symbolisierende Ornamente. Hingegen auf diesem kuttenartigen Kleidungsstück des Mannes Rechtecke, die in der kantigen Form für das männliche Konzept zu stehen scheinen. Also auch hier eine Ebene, die Gustav Klimt einzieht, um genau dieses Thema, die Beziehung zwischen den beiden Geschlechtern, die Liebesbeziehung zwischen Männern und Frauen, zwischen Mann und Frau, auf eine sehr allgemeine Ebene gehoben darzustellen und geradezu spürbar und erfahrbar zu machen. Nicht ganz kritiklos wird das Bild rezipiert werden, wenn auch mit großer Begeisterung aufgenommen, als er es in der Kunstschau 1908 der Öffentlichkeit präsentiert. Der Umstand, dass diese Frau kniend unter und vor diesem Mann dargestellt ist, wird auch damals schon durchaus wahrgenommen. Aber es entspricht im Grunde genommen der Konvention und dem Selbstverständnis dieser Gender-Situation des Fin de siècle. Nicht nur der Hintergrund in seiner wertigen Materialität und der opulente Einsatz dieser Edelmetalle, die das alles heben und zu etwas ganz Besonderem machen, werden dazu beitragen, sondern auch das Thema per se, dass das K&K, Ministerium für Kultus und Unterricht, 1908 dieses Bild um eine sehr stolze und beeindruckende Summe von 25.000 Kronen, es war wirklich viel Geld, käuflich erwirbt, um es zu einem ikonischen Hauptwerk der Sammlungen
des neu implementierten Museums, nämlich der modernen Galerie im unteren Belvedere, zu machen. Ein Museum für zeitgenössische Kunst des auslaufenden 19. Jahrhunderts. Und seither ist dieses Werk Teil der Sammlungen der österreichischen Galerie Belvedere sozusagen. Gustav Klimt wird ab 1909, da hat er noch kleine Änderungen vorgenommen und an mehreren Stellen noch gehöht und diese Ornamente etwas verstärkt eingesetzt, wie beispielsweise diese S-Linie des Wiener Jugendstils, die ein bisschen verklausuliert, dass der Körper der Frau proportional nicht ganz korrekt dargestellt ist, aber er nutzt jedenfalls dieses prunkvolle Ästhetisieren, um das Publikum zu beeindrucken, und dieses wird begeistert sein, und zwar das internationale Publikum. Wie es dazu kommt, der Umstand, dass das Bild zwischen Dreidimensionalität und vollkommen flacher Konstruktion in diesem eigenartig verklausulierten raumtiefen Sakralraum zwei flache Körperlichkeiten mit dreidimensional ausformulierten Gesichtern, Armen, Beinen, Händen und Füßen. Es ist wie dafür geschaffen, im Sinne des qualitativ hochwertigen Lichtdrucks reproduziert und in Form von Prints, von Drucken, breit rezipiert zu werden. Innerhalb kürzester Zeit wird dieses Werk international wahrgenommen und innerhalb erstaunlich kurzer Zeit sehr, sehr prominent und begeistert rezipiert werden. Und so strömen heute jedes Jahr Hunderttausende Menschen ins obere Belvedere, just um dieses Bild, der Kuss oder Liebespaar, zu erleben und auf sich wirken zu lassen. Ob sie die Ambivalenz der Beziehung zwischen den Geschlechtern herauslesen und sehen, die von Gustav Klimt in vielen symbolistischen Details auch noch verstärkt werden, indem er beispielsweise in das Haar dieser kräftigen männlichen Figur ein Symbol der Vergänglichkeit im Sinne dieses Efeu-Laubs hineinwebt oder aber wie ein Diadem in die Frisur, in die wunderschöne dieser Frau Blütenkränze, sei dahingestellt. Tatsache ist, das Bild rührt uns an, bewegt Menschen weltweit und ist somit ein zeitloses Symbol für etwas, was uns alle angeht, nämlich die Beziehung zwischen den Geschlechtern, die Beziehung zwischen Mann und Frau im ganz allgemeinen Sinn. Ein Werk, dessen Aura kraftvoll ist, und damit laden wir Sie ein, sich dieser Aura auszusetzen und das Bild unmittelbar auf sich wirken zu lassen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit